Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, heute geht es mal wieder um das Thema Schrank und die Organisation unserer Kleidung darin. Ich habe mich jetzt etwas länger mal mit dem Konzept von Alison Bernstein beschäftigt. Das ist eine Stylistin, die Leuten hilft, ihren Schrank zu reorganisieren und auch zu gucken, wie sie gegebenenfalls die Sachen, die man schon in seinem Schrank besitzt, neu zusammenstellen kann. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz. Wie gesagt, sie hat da 5 Punkte. Diese 5 Punkte wollte ich hier mal mit euch teilen und das an meinem Schrank so ein bisschen ausprobieren. Und los geht's. So, und der erste Punkt heißt All your regulars organize and categorize. Also sprich alles das, was man jeden Tag immer anzieht. Also man hat ja immer so Kleidung, man greift morgens in den Schrank und zieht eigentlich gefühlt immer dasselbe an. Und genau um diese Sachen geht es, dass man die erstmal für sich rausfindet. Was sind das überhaupt für Sachen, die man da jeden Tag anzieht? Und was macht das mit uns? Also in meinem Fall kann ich sagen, ist es im Prinzip dieses Outfit Jeans, ein Oberteil oder eine Bluse dazu, im Sommer dann entsprechend ein T-Shirt und Sneakers. Das ist also auf jeden Fall mein Regular, also das, was ich immer als erstes wähle. Das wähle ich vor allem deswegen, weil es für mich alltagstauglich ist, weil es für mich praktisch erscheint und weil ich mich darin wohlfühle und es bequem ist. Ja, was dann aber auch dazu führt, dass ich ganz, ganz viele Sachen in meinem Schrank habe, die ich so nicht so oft anziehe, was ich eigentlich schade finde. Und da kommt dann auch noch ein Aspekt rein, den Alison auch mit aufnimmt. Und zwar finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt, dass man ganz oft sich Sachen kauft, die einem gefallen, die man modisch findet, die man toll findet und dann aber in seinem persönlichen Alltag nicht so genau weiß, wann man die anziehen soll. Weil man, gegebenenfalls wie bei mir jetzt, von zu Hause aus arbeitet, nur die Kinder irgendwie mal in die Schule fährt oder zum Klavier und sonst gar nicht so viel passiert. Die Sachen, die dann außergewöhnlich sind, irgendwelche Feiern oder Festivitäten, die kommen ja nur ein paar Mal im Jahr letztendlich vor. Und es geht aber darum, dass man sagt, ja, warum ziehe ich dann diese Sachen, die ich sehr schön finde, die ich mir kaufe, nicht jeden Tag an? Also nur weil ich jetzt kein Leben führe oder im Moment nicht das Leben führe, dass ich irgendwie in einer Großstadt wie London oder Madrid lebe und den ganzen Tag auf der Straße flaniere, heißt es ja nicht, dass diese Sachen, die ich mir kaufe und die ich schön finde, nicht auch im Alltag getragen werden können. Und das ist so ein Denkfehler, den ich auch oft in mir trage und denke, naja, es muss ja irgendwie praktisch sein, soll ja jetzt auch kein Fleck dran und es soll ja halten und all diese Sachen. Aber das ist im Prinzip eine falsche Einstellung, weil wenn ich diese Kleidung mag und ich sie mir gekauft habe und ich sie jetzt auch gerne anziehe, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist, also wenn es kein Fehlkauf war, dann kann ich diese Kleidung ja auch jeden Tag anziehen. Weil das Wichtigste ist ja beim Anziehen, dass man sich schön fühlt, dass man sich wohlfühlt in dem, was man hat und dass man das wertschätzt, was man sich anzieht, dass man sich damit irgendwie gut fühlt. Das ist eigentlich das Hauptziel dabei. Also, das heißt jetzt, man nimmt erstmal die Regulars, also in meinem Fall jetzt Jeans und Oberteil, und dann weiß man schon mal, das sind die Regulars. Und dann so im Punkt 2 geht es um die Nevers, also um die Kleidung, die ich in meinem Schrank habe, die ich nie anziehe. Also jetzt müsste ich mal bei mir gucken, was das wäre, was ich nie anziehe. Gut, ich habe es jetzt natürlich schon mal ganz gut vorsortiert, aber ich habe hier zum Beispiel dieses Kleid von COS. Das ist so ein langes schwarzes Kleid. Oder ich habe auch diese wunderschöne Jacke. Das ist eine sehr hochwertige Strickjacke, so ein ganz dünner Stoff von Fabiana Filippi aus Italien. Die ziehe ich auch sehr selten an oder hebe sie immer auf für eine besondere Gelegenheit. Also das wären jetzt Sachen, die ich selten anziehe. Richtige Nevers, muss ich tatsächlich sagen, habe ich in meinem Schrank gar nicht mehr, weil, wie ihr wisst, habe ich auch schon ein paar Mal aussortiert und habe diese Nevers, also die ich so gar nicht habe, schon rausgenommen aus dem Schrank. Im dritten Schritt geht es jetzt darum, die Nevers zu kategorisieren. Also, wenn ich jetzt Nevers hätte, die ich jetzt hier im Moment nicht habe, hätte ich jetzt eine Kategorie von den Sachen, die ich tatsächlich niemals anziehen würde. Und die kommen natürlich ganz klar weg. Also wenn man jetzt sowieso schon ab und an mal seinen Schrank aussortiert und bestimmte
Ideen dazu hat, dann hat man wahrscheinlich diese Kategorie eh nicht mehr im Schrank. Dann gibt es natürlich die Kategorie Ja, die finde ich sehr schön, aber nicht jetzt. Also, habe ich euch im letzten Video gezeigt, diese zwei Röcke, die sehr klassisch sind, der eine von Marco Polo, der andere von Koss. Die finde ich sehr, sehr schön, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie in diesem Sommer nicht wirklich gut aussehen werden. Deswegen sind sie wieder runter in den Keller gekommen. Und diese Not-Yet-Kategorie, also sprich auch Sachen, die einem vielleicht im Moment nicht passen oder nicht richtig sitzen, wo man sich erhofft, dass man da wieder reinpasst oder was auch immer, die packt man dann weg. Also entweder wie in meinem Fall in den Schrank im Keller oder in den Koffer unters Bett, was auch immer ihr für Möglichkeiten habt. Und dann kann man tatsächlich sehen, wenn man die nach einem halben oder einem Jahr nicht mehr angezogen hat oder auch nicht mehr dran gedacht hat, dann können die im Grunde genommen auch weg. Und die letzte Kategorie von den Nevers ist die, ich habe Nevers in meinem Schrank, weiß aber tatsächlich nicht so genau, wie ich die eigentlich kombinieren soll und deswegen ziehe ich sie nie an. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Kategorie, weil wir auch alle bestimmte Muster, Denkmuster im Kopf haben. Also, dass man, ich sage jetzt mal beispielsweise, zum Beispiel jetzt Blau und Schwarz nicht kombinieren soll, ist jetzt eins, was ich nicht im Kopf habe, aber was, glaube ich, viele Leute auch noch so im Kopf haben oder bestimmte Farben oder bestimmte Materialien nicht zu kombinieren. Und man hält sich unterbewusst dann immer daran und hat auch nur einen spezifischen Aspekt, seine Sachen zu kombinieren und denkt nicht darüber hinaus. Und da wird es jetzt spannend, weil genau darum geht es dann, die Sachen neu zusammenzustellen und mal zu gucken. Und ein Aspekt, den ich bei Alison Bornstein auch total interessant finde und wichtig finde, den ich aber faktisch auch immer außer Acht gelassen habe, ist, dass sie auch die Schuhe damit kombiniert. Also das heißt, wenn wir jetzt in den Schrank gucken, habe ich jetzt hier an der Seite meine Schuhe, zumindest jetzt für diese Saison, mit hier nach oben gebracht. Und das ist nämlich so ein Thema, was mir oft passiert, dass ich eine Hose oder einen Rock habe, den sehr schön finde. Und wenn ich dann nach unten gehe und denke, was ziehe ich denn jetzt für Schuhe dazu an, dann kippt das ganze Outfit. Dann ziehe ich wieder was anderes an, weil ich einfach nicht das richtige Schuhwerk dazu habe. Und das wäre dann auch nochmal zu gucken, zu sagen, okay, was in meinem Schuhportfolio fehlt mir eigentlich, dass ich bestimmte Sachen öfter anziehen kann und besser kombinieren kann. So ein Teil, das bei mir im Schrank ist, womit ich mich sehr schwer tue, es zu kombinieren, ist beispielsweise dieser ganz neue Rock. Also den hatte ich euch auch schon mal gezeigt, habe ich jetzt gerade erst gekauft, habe ich noch nie angehabt. Jetzt war es natürlich auch noch nicht so warm. Aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Teil, wo ich sage, ja, der ist relativ filigran, feminin. Da ist jetzt schon mal die Frage, was ziehe ich als Oberteil dazu an? Und ich hätte jetzt in meinem Kopf erstmal auch etwas eher Feminines oder Filigranes. Habe dann aber gedacht, nee, eigentlich könnte ich ihn theoretisch auch mit so einem schwarzen Longsleeve oder einem schwarzen Pullover kombinieren. Das bricht dann so ein bisschen das Zarte. Und ja, und bei den Schuhen wäre es dann auch so, wenn ich jetzt dazu hier im Sommer meine schwarzen Sandalen anziehe, dann wären die mir eigentlich fast so ein bisschen zu dick dazu, was dann auch wieder dieses Zarte des Stoffes bricht. Wenn man es jetzt allerdings schwarz oben und schwarz die Sandalen funktioniert, meine ich, dass es ganz gut gehen könnte. Was dann aber besser passt, sind natürlich jetzt hier diese etwas grünen. Die passen vom Farbton nicht hundertprozentig. Es wäre so eine Notlösung. Oder man zieht halt ganz dünne Flipflops dazu an. Das würde natürlich auch noch gehen. Oder tatsächlich Pumps. Das ist aber jetzt was ich festgestellt habe, was in meiner Schuhkollektion komplett fehlt. Und das finde ich auch recht schwierig im Moment rauszufiltern, weil ich mag keine so hohen Schuhe anziehen. Da fühle ich mich unwohl, fühle ich mich unsicher drauf und ich finde es extrem unbequem. Also heißt es, ein paar Schuhe, die etwas höher sind, also ich sag mal so oder so, auch vielleicht einen etwas breiteren Absatz haben, dass man nicht überall hängen bleibt. Ja, und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach so einem Schuh, weil ich eben jetzt gemerkt habe, das fehlt im Grunde genommen in meinem Portfolio und das muss jetzt gesucht werden, damit es eben auch unter anderem zu solchen Kleidungsstücken passt. Und das ist das Schöne an dieser Methode, wenn man jetzt eben die Teile herausfiltert, wo man sagt, ich ziehe die nie an, weil ich nicht weiß, wie ich sie kombinieren kann, dass ich dann auch in der Überlegung herausfinde,
warum das nicht funktioniert oder was mir gegebenenfalls in meiner Garderobe fehlt, damit es funktionieren könnte und auch gegebenenfalls bei anderen. Vielleicht entdecke ich dabei auch ein Muster. Und wichtig ist dabei auch, dass man sich diese Sachen hinlegt und man ein Foto macht und sich gegebenenfalls in seinem Handy dann ein Album Outfits macht, wo man das alles abfotografiert hat. Und da geht es gar nicht darum, jetzt ein Bombenfoto zu machen, man legt es sich einfach aufs Bett. Die Schuhe stellt man sich davor und macht einfach kurz einen Shot, sodass man weiß, was man sich gedacht hat. Dann ist es einfacher, dass man wieder sich daran erinnern kann, wenn man durch dieses Album guckt und sieht, ah, okay, so hatte ich mir das überlegt. Und das beinhaltet im Prinzip auch schon Punkt 4, The Revival. Das heißt, wir nehmen unsere Regulars, also das, was wir gerne anziehen, und kombinieren die dann auch mit den neuen Sachen, die wir jetzt entdeckt haben, wo wir genau vielleicht gar nicht so genau wissen, was wir dazu anziehen sollen. Also jetzt in diesem Fall wäre es eben dieses Longsleeve, was ich gerne jeden Tag anziehe, und der Rock, den ich jetzt nicht so genau wusste, wie ich ihn kombinieren soll. Und wie gesagt, das haben wir jetzt gerade auch schon besprochen, dass man dann eben diese Fotos macht, damit man gerade die Sachen, die man nicht automatisiert sich aus dem Schrank holt, sich nochmal irgendwo abspeichert, um darauf dann wieder zurückgreifen zu können. Also es heißt, wir verändern auch unsere Denkweise in der Zusammensetzung unserer Mode und unserer Garderobe. Wir denken mal so über den Tellerrand hinaus und überlegen, was könnte vielleicht auch so ganz absurd mal zusammengestellt werden. Und in dem Zusammenhang kann man auch gern mal einen monochromen Look zusammenstellen, also alles in einer Farbe. Ich würde jetzt zum Beispiel von meinem eigenen Denkmuster her gar nicht auf die Idee kommen, alles in weiß zu kombinieren, also sprich eine weiße Jeans oder einen weißen Rock und ein weißes Shirt oder eine weiße Bluse, weil ich damit dann irgendwie Arzt verbinde oder Krankenschwester. Aber letztendlich, wenn man dann noch wunderbare Accessoires dazu wählt, beispielsweise cognacfarbene Ledersandalen und eine schöne Strohtasche dazu, sieht es auch toll aus. Aber in meinem Kopf würde ich es im ersten Schritt nicht kombinieren. Und darum geht es eben, aus den eigenen Denkmustern auszubrechen und eben was Neues zu kreieren. Und wenn ihr vielleicht diese Art von Schrank sortieren mal macht, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, eine Freundin dazu zu nehmen, die da eben auch nochmal andere Ideen reinbringt, als das, was man immer meistens ja auch unausgesprochen in seinem Kopf hat. Also im fünften Schritt geht es dann darum, alle Sachen im Schrank zu kategorisieren. Also sie zusammenzuhängen und sie so zu hängen, dass man auch sieht, was man im Schrank hat. Also das ist bei mir beispielsweise ein großes Thema. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Das heißt, alles, was in irgendeiner Schublade weg ist, irgendwo nicht sichtbar ist, habe ich nicht auf dem Zettel, dass ich das überhaupt besitze. Also, außer ich gucke jetzt natürlich aktiv in die Schublade rein. Aber es hilft natürlich, wenn man sagt, man hängt alle Sachen auf. Das hilft dann auch morgens bei der Kombination. Ich habe das jetzt mal insofern gemacht. Ich habe jetzt einen relativ kleinen Schrank, dass ich auch meine T-Shirts aufgehangen habe für den Sommer, was ich vorher nicht gemacht habe. Also hier sieht man jetzt die T-Shirts und auch versucht habe, das dann so ein bisschen farblich zu kategorisieren. Also vorne die hellen, dann hier hinten kommt schwarz, dann kommen die Blusen, dann kommt hier auch wieder die dunkleren, dann kommen die Jacken, hell nach dunkel und die Kleider. Und hier vorne sind noch die Röcke. Jeans und Hosen habe ich jetzt tatsächlich in der Schublade, weil dann muss ich die sowieso aufmachen, um mir eben eine Hose rauszunehmen. Aber was ich dann oben kombinieren kann, das sehe ich jetzt alles und habe das jetzt hängend im Schrank. Hierzu kann ich euch eine kurze Empfehlung aussprechen. Ich habe nämlich die Tage beim Rossmann diese Kleiderbügel entdeckt. Die hatten die jetzt bei ihrer Ideenwelt. Ich glaube aber, dass sie die auch überall, wenn die so eine Haushaltswarenabteilung haben, da liegen haben. Die sind ganz toll, weil die hier sehr dünn sind. Die haben hier so einen leichten Stoffüberzug, sodass die Teile nicht rutschen. Und man kann hier oben auch den Hänger drehen. Und ja, da habe ich mir jetzt zwei Sets geholt. Und das ist wirklich super, weil die Kleiderbügel dann auch nicht ganz so viel Platz im Schrank einnehmen. So, und wie gesagt, also das Ganze immer, Outfits immer mit den Schuhen zusammendenken, gegebenenfalls auch mit der Tasche denken. Wobei, ich sag mal, Tasche ist für mich zumindest kein so ein großer
Aspekt, weil ich die im Grunde genommen dann schon relativ genau weiß, welche Tasche ich dazu nehme. Aber eben mit den Schuhen, um auch da herauszufinden, was fehlt mir in der Garderobe. Weil das ist auch eine Methode, in der ich eben sehen kann, okay, wo habe ich jetzt vielleicht noch Lücken in meiner Garderobe? Wo könnte ich noch dieses oder jenes dazu kaufen, um da eine sinnvolle Ergänzung zu erhalten? Und wenn man einmal das System aufgestellt hat, dann kann man sich natürlich auch noch eine Liste anfertigen, zu sagen, okay, ich hätte gerne noch dies und dies und dies. Ich habe mir beispielsweise jetzt nochmal einen hellen Blazer bestellt für den Sommer statt Jacke. Blazer ist ja auch in diesem Jahr ein relatives Thema. Und jetzt habe ich mir zwei helle Blazer bestellt. Ich muss mal gucken, ich habe noch nie so einen ganz hellen Blazer gehabt, wie es aussieht. Aber sehen wir dann. Ihr könnt das ganze System natürlich unendlich weit auffächern. Ihr könnt auch euren Schmuck dazu nehmen und gucken, was kombiniere ich mit was, wozu Silber, wozu Gold, wo fehlt mir vielleicht noch ein Armband oder eine Kette. Also man kann das natürlich in viele Bereiche auch noch erweitern und die Outfits natürlich auch bis ins kleinste Detail zusammenstellen. Aber für mich ist es schon sehr hilfreich zu sagen, ich lege mir das eben kurz aufs Bett, fotografiere mir es ab und dann weiß ich, wie ich den Rock kombiniere oder wozu ich das Oberteil beispielsweise anziehen kann. Ein Thema, was mir auch noch bei der Recherche zu diesem Thema eingefallen ist, ist das Thema Einkaufen für ein Fantasy Self. Und das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, weil es mir gar nicht so bewusst war. Und bei dieser ganzen Art von Organisation geht es ja auch immer darum, die unbewussten Themen so ein bisschen ans Tageslicht zu bringen, um dann das auch besser verstehen zu können. Also in dem Fall ist es eben so, dass ich gerne was einkaufe oder anprobiere, was ich an jemand anderen gesehen habe oder in der Zeitung gesehen habe, das total schön finde, ist aber überhaupt nicht mit meiner Art, also mit meiner Physiognomie oder mit meinem Stil korrespondiert. Also in meinem Fall sind es Blümchenkleider. Das finde ich immer sehr, sehr schön an anderen, probiere es an und sehe dann praktisch meistens aus wie meine Oma damit und bin dann immer so frustriert und denke, das kann doch nicht sein. Ja, aber es ist eben, ich bin nicht ein verspielter Typ, ich bin eben relativ groß, ich habe eher klare Linien, das steht mir. Und sowas mit Rüschen und Blümchen und sonst was, das bin nicht ich. Aber in meinem Fantasy-Self hätte ich das halt gerne. Und das zu verstehen, finde ich sehr hilfreich, weil dann kann ich es auch transformieren. Also ich kann dann beispielsweise einen Blümchenrock einen langen wählen und dazu ein straightes Oberteil einfarbig. Dann habe ich einen ähnlichen Stil oder einen ähnlichen Look, aber auf meine Art und Weise dann angepasst, also auf meine Körperform angepasst und eben auch auf meinen Stil angepasst. Das fand ich, also wollte ich euch noch mal kurz mitgeben, das fand ich nämlich auch noch so eine Art Aha-Erlebnis, das festzustellen. Das war jetzt relativ viel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diese Methode schon kanntet, ob ihr die auch mal ausprobieren wollt. Freue ich mich wie immer. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.